Es gab doch mal diese, kennst du das auch, diese Fabel, wie das Salz ins Meer gekommen ist? Dass dieser eine Typ sich so eine Salzmine irgendwie, ich weiß nicht, ob er sie sich geklaut hat oder was, auf jeden Fall ist er mit der da irgendwie in seinem Boot da über das Meer geschippert und dann hat er die Salzmine angeschalten und konnte sie nicht mehr ausmachen. Das ist eigentlich so die Geister-Dich-Risch-Nummer. Und dann ist er irgendwann mit seinem Schiff da versunken und die Salzmühle, die liegt jetzt irgendwo da unten, wahrscheinlich in Atlantis und produziert unaufhörlich Salz. Und ich glaube vielleicht schon, dass auch irgendwie was die Geschichte unterschlagen hat, ist, dass es eine Schiffsflotte aus zwei Schiffen waren und dass auf dem anderen Schiff vielleicht schon auch Gummibärchen produziert wurden, also identisch dazu. Ja, weil ich dachte ja auch, dass Atlantis ja im Endeffekt als so ein, als ein Ort der Hochkultur und der Intelligenz, der irgendwann einfach untergehen musste, Ja. weil auch einfach vielleicht zu hochkulturell war, auf jeden Fall ein Ort sein muss für Gummibärchen. Ja, die haben da massiv Gummibärchen gegessen. Ich glaube, die sind auch versunken, weil sie so viel Gummibärchen gegessen haben und die dann so aufgedunsen sind und sich voll Wasser gesogen und dann einfach irgendwie so schwer geworden. Das hat dann die Erdoberfläche nicht mehr halten können. Dann wäre auch die Frage, was war zuerst da? Dort das Gummibärchen oder das Wasser? Sprich, hat das Wasser das Gummibärchen vollgesogen, dann ging es unter? Könnte das sein? Ist eine gute Frage. Vielleicht wurde. Vielleicht wurden auch irgendwelche unterirdischen Kanäle zum Gummibärchen-Tempel gelegt irgendwie und dann sind die Dämme gebrochen. Dann wurde das heilige Gummibärchen irgendwie geflutet. Und hat dann alles, ich weiß nicht, es war vielleicht ein riesiger Frosch, der mit so einem Schaumstoffteil. Ich glaube, das wird noch schwerer, wenn das sich dann voll Wasser saugt. Wäre es sinnvoll, einfach viel größere Teile der Welt zu fluten? Gerade diese ganzen Hochkulturen, gerade die ganze Idee von Menschen, die einfach zu viel wissen wollten, die zu viele Gehirne haben möchten? Nein, ich Nein? glaube nicht. Nee, aber vielleicht könnte man sie auf andere Planeten auslagern. Könnten Surfbretter eine Rolle spielen? Um auf andere Planeten zu kommen, Zum Beispiel. definitiv. Definitiv. Oder auch einfach, um eine Form von Unterwasserwelt irgendwie, um da drüber stehen zu können auch. Ja, Um ich sich glaube. auch zu retten vor dem Vollsaugen mit Wasser, mit Wissen. Ich glaube, es gab von den Magic Raisins gab es einmal so ein Album, also das war dann nur noch die letzte Single. Da stand auch so ein komischer, die ist von 68 oder sowas, und da stand so ein komischer Yeti, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der gute George Lucas den von dem Magic Raisins Cover geklaut hat, stand eben auf so einem Surfbrett und ist da irgendwie durchs Universum gereist auf dem Surfbrett. Also ich glaube schon, dass Surfbretter wichtig sind für die Weltgeschichte. Und auch Surfmusik ist definitiv unterrepräsentiert in der musikalischen Geschichte unserer Zeit. Ja. Na ja, sie kommt ja immer mal wieder und so, aber. Ich weiß gar nicht, ob Surfmusik sowas Geiles ist. Ich glaube, dass sie. Oder ist es mehr ein Relikt von was Vergangenem, was vielleicht darüber funktioniert, als eine Illusion von Bildern, von Hawaii-Ketten und irgendwie einem losgelösten Freiheitsdrang und Rebellion? Ja, ich dachte halt irgendwie, dass die Surfmusik einfach den passenden Groove irgendwie entwickelt hat und dass, wenn der jetzt noch, also nicht mit Hawaii-Ketten und irgendwelchen leicht bekleideten Frauen, sondern mit Inhalt gefüllt wird, dass das dann vielleicht eine smooth Kombination ist irgendwie. Man ist ja auch immer sehr schnell bei dieser Wasserwelt. Das ist etwas, was sich bei dir auch durchzieht. Also wir haben Atlantis als einen Aspekt. Wir haben Manta-Rochen, die wie schwarze gefallene Engel durch diese Wasserwelten gleiten. Und natürlich omnipräsente Quallenfiguren. Sind Wasserwelten einfach wichtig, weil sie eine Parallelwelt zu dem liefern, was wir hier haben? Ja, aber also ich, thermischen Strukturen funktionieren anders und es ist halt viel auch unerforscht und ich glaube, es bietet einfach auch noch ziemlich viel Raum, wo man seine ganzen palpigen Sehnsüchte ausleben kann. Kann man die wissenschaftliche Welt retten? Ja. Also müssen sie schon selbst machen und ich glaube nicht, dass wir beide uns dazu berufen fühlen, aber das können sie selbst und das könnten sie auch ziemlich schnell, glaube ich. Ja, ich habe letztens eine ganz spannende Diplomarbeit gelesen. Und da hat die Verfasserin gemeint, dass es keine wissenschaftliche Objektivität gibt. Das fand ich immens erfrischend, in einer literaturwissenschaftlichen Arbeit zu lesen.
kann deswegen Wissenschaft auch einfach nie gegenwärtig sein, weil sie eigentlich alles, was sie hat, funktioniert als Analyse von Vergangenem und Gegenwart kann sozusagen nur in der Zukunft analysiert werden, weil sie immer nur retrospektiv begreifbar gemacht werden kann. Dadurch ist es eigentlich immer schon gestrig. Wenn man in dieser Position stehen bleibt, ich denke mal, dass jetzt... Es gibt ja auch wissenschaftliche Ansätze, ich denke vor allem in der Naturwissenschaft auch und sowas, da wird ja einfach, da ist ja dann die Wissenschaft des State of the Art sozusagen und von dort aus geht man dann, geht das Leben dann voran. Wieso es in der Geisteswissenschaft da hakt, ich habe keine Ahnung. Es ist, das ist eigentlich das Faszinierende, weil man ja eigentlich denkt, dass gerade die Kulturwissenschaft etwas sein müsste, was eigentlich Gegenwart liefen. Es sind aber letztlich Naturwissenschaften, die viel näher dran sind an dem, was gerade passiert, während die Kulturwissenschaften irgendwo verhangen bleiben im 18., 19. Jahrhundert und versuchen darüber die Gegenwart zu erklären, was ja komplett unsinnig ist oder erscheint. Ja, vielleicht müssten die Wissen, also die Geisteswissenschaften mal auf das Rick Baker Surfbrett und dann auf irgendeinen Planeten reisen, der vielleicht uns schon ein bisschen voraus ist und dann könnten sie von dort aus vielleicht beginnen. Es gibt unglaublich viele Tiere in diesem Buch. Wir haben, wie gesagt, Mantarochen, wir haben beige Hunde, wir haben Quallen, die auftauchen. Was, als was für ein Tier bist du? Als was für ein Tier würdest du dich einschätzen? Ja, ich bin natürlich ein Tiger. Es glaubt mir immer niemand. Ich bin natürlich ein smoother Tiger, der auch eigentlich gar nicht so scharfe Zähne hat, aber ich bin ein Tiger. Ein richtiger Tiger, also auch der dann irgendwie in der Gegend rumläuft. Ja, ich war einmal ein Säbelzahntiger. Nein, eben nicht. Ah, so ein vegetarischer Tiger. Ich bin ein vegetarischer Tiger. Ja. Ich war mal ein Säbelzahntiger vor langer Zeit und jetzt bin ich ein vegetarischer Tiger geworden.